Guten Morgen! Heute wieder eines der vielen Gewürze dieser Welt. Nachdem ich bisher relativ bekannte und gebräuchliche Gewürze gewählt habe, dachte ich mir mal, ich nehme mal ein Gewürz, was sehr, sehr selten in der Küche benutzt wird. Einfach aus dem Grunde, um euch auch mal eine neue Inspiration zu geben, um neue Dinge auszuprobieren. Heute die Gewürznelke. Ein Gewürz, was ich zu 0% nutze. Meine Mama macht dies, glaube ich, an das Rotkraut dran, aber ansonsten glaube ich, ja, bis dato keine Verwendung für die Gewürznelke gewusst zu haben. Aber was ist die Gewürznelke überhaupt? Denn sie hat mit der Nelke, die wir kennen, also der Blume, eigentlich gar nichts zu tun. Die Gewürznelke ist eine Blüte eines tropischen immergrünen Baumes, der zu der Familie der Myrtengewächse zählt. Er erreicht eine Höhe von 10 bis 12 Meter und die Äste, die sind mit ovalen, zugespitzten Blättern besetzt. Zwischen dem 6. und dem 60. Lebensjahr bringen die Bäume an den Astspitzen die roten Blüten hervor, die dann getrocknet werden und als Gewürznelken verkauft werden. Ursprünglich stammen diese Bäume aus Indonesien, da die Bäume besonders bei tropischem Seeklima wunderbar gedeihen. Da sind auch die heutigen Anbaugebiete solche Gebiete wie eben die Nordmolukken, Penang, die Philippinen, Sri Lanka, Madagaskar, Mauritius, Sansibar und Pemba. Alles Inseln oder Inselgruppen, die das salzige Tropenmeerklima eben zur Verfügung stellen können. Generell haben die Gewürznelken eine sehr lange Geschichte. Die Nutzung geht einige Jahrhunderte vor Christi Geburt zurück. Zunächst waren die Gewürznelken vor allem bei den Chinesen und bei den Indern sehr begehrt und kamen erst zur Blütezeit des Römischen Reiches, welches von ca. 100 bis 200 nach Christus angenommen wird, nach Europa. Zu dieser Zeit wurden die Gewürznelken auf den beiden Hauptumschlagplätzen Konstantinopel und Alexandria besonders von europäischen Händlern gekauft und bekannt gemacht. Doch wie werden die Gewürznelken überhaupt erst geerntet und getrocknet? Es werden zweimal jährlich, wenn sich die Blüten zwar gebildet, aber noch nicht geöffnet haben, diese abgeerntet. Zu dieser Zeit hat sich die Farbe der Blüten von einem Grün zu einem Rosa verändert. Aber die Blüte an sich ist eben noch geschlossen. Aber man kennt von außen dann, dass das die optimale Zeit ist. Warum das dann genau die optimale Zeit ist, ist auch logisch. In dieser Zeit ist eben der Würzgehalt der noch geschlossenen Blüte am intensivsten. Die Knospen werden dann zunächst kurz in heißes Wasser getaucht und anschließend ohne den Stiel auf Matten in der Sonne getrocknet. Ähnlich wie beim Zimt, was ich damals erklärt habe. Den habe ich euch schon mal vorgestellt, das Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Es gibt aber auch bei einigen Anbietern die Verfahrensweise, dass man diese nicht in der Sonne trocknet, sondern über den Feuer im Rauch dort, was natürlich dann noch etwas heißer ist. Aber diese Information könnt ihr nicht auf der Packung erkennen. Ihr könnt vielleicht nachfragen und Glück haben, aber es ist nicht zu erkennen. Ich habe nichts gefunden, dass da irgendwie eine Richtlinie existiert. Beide Methoden sind auch nicht mit den Prinzipien der Rohkostqualität vereinbar, weil das heiße Wasser ist eben schon fast kochendes Wasser. Aber das gilt für die Mehrzahl von Gewürzen und ich persönlich kenne keinen Rohköstler, der da ein besonderes Trarara draus macht, dass die Gewürze meistens eben keine Rohkostqualität haben. Die Gewürznelken kommen dann quasi in den Handel und können dann gekauft werden. Aber wie kann man denn gute Qualität der Gewürznelken feststellen? Dafür gibt es einen folgenden Test, den ihr zu Hause mit einer Nelke aus eurem Gewürznelkenbeutel oder Dose ausprobieren könnt. Legt die Nelke, eine von denen, was ihr habt, in handwarmes Wasser und schaut, ob die Nelke schwimmt oder ob sie untergeht. Wenn sie untergeht, hat die Nelke Top-Qualität. Wenn sie aufrecht im Wasser schwimmt, dann hat sie mittlere bis eventuell gute Qualität. Und wenn die Gewürznelke waagerecht im Wasser schwimmt, dann hat die Nelke mindere Qualität, weil sie quasi schon komplett entölt ist. Weiterhin fühlen sich hochwertige Gewürznelken immer leicht fettig an und niemals trocken. Wenn man sie etwas mit dem Fingernagel so eindrückt, sollte auch ein intensives durch die ätherischen Öle so ein intensives Aroma austreten. Der Geruch der Gewürznelke ist aromatisch süßlich. Der Geschmack jedoch ist sehr, sehr streng und auch durchaus leicht brennend. Aufgrund dieser Intensität werden Nelken eben daher selten als einzelnes Gewürz eingesetzt, wie beim Rotkohl meiner Mama, sondern eher als Bestandteil gemahlen in Gewürzmischungen genutzt, zum Beispiel in Glühweingewürzen oder auch in Curryzusammenstellungen.
Die ganzen Nelken werden eher zum Würzen von Fisch- oder Fleischgerichten genutzt. Aber auch in Süß- und Backwaren kann man das Nelkenaroma einbringen. Sogar für Getränke gibt es Hersteller, die auf Nelkenaroma zurückgreifen. Also aus den Nelken generiertes natürliches durch die ätherischen Öle Nelkenaroma. Aber industriell wird dann meist nie die ganze Nelke, sondern eben wirklich nur das gemahlene Pulver dann verwendet. Gerade auch in der Nicht-Nahrungsindustrie wie Parfüm, Tabakindustrie oder Likörindustrie. Und ja, die alkoholischen Getränke zählen für mich nicht zu der Nahrungsindustrie. Das ist einfach nur ein Genussmittel, auch wenn sich der Genuss für mich noch nie erschlossen hat von diesen alkoholischen Getränken. Aber sei es drum. Wenn man die Blüten blühen lässt und zu Früchten werden lässt, dann werden diese zu kleinen roten Beeren und die kann man auch essen. Das wird lediglich sozusagen innerhalb der Anbaugebiete auch genutzt. Und solche Beeren kommen überhaupt nicht zu uns. Die werden wirklich nur dort auf diesen tropischen Inseln werden auch mal die Beeren sein gelassen und werden dann verwendet. Also das wäre eine Rarität, vielleicht auch nur Marktglück. Haben zumindest keine nennenswerte ökonomische Bedeutung außerhalb der Anbaugebiete. Was sich bisher auch nicht durchgesetzt hat, ist, dass die Blätter des Nelkenbaumes irgendeine Weise zu nutzen, denn diese besitzen auch ätherische Öle, aber scheinbar ist der Bedarf nach dem Gewürznelkenduft nicht so groß, dass man auch die Blätter irgendwie nutzen müsste. Der gesundheitliche Nutzen der Nelken hält sich in Grenzen. Zwar besitzt er in der Zahnheilkunde durchaus Bedeutung als Antiseptikum und besitzt auch lokal anästhetische Charakter, aber diese Wirkungen sind nicht sehr stark und allenfalls in der Naturheilkunde als so ein bisschen Wohlfühlmedikament einsetzbar. Der Anteil an Antioxidantien ist wirklich ungewöhnlich hoch, was aber aufgrund der begrenzten Menge, die man ja aufnimmt als Gewürz, eigentlich keine signifikante Bedeutung hat. Also wenn man einmal etwas intensiver im Internet gräbt und auch private Homepages mit in die Suche einbezieht, findet man auch Hinweise darauf, dass die Gewürznelke spasmolytisch wirkt, also krampflösend und entsprechend bei Verdauungsbeschwerden oder auch bei Blähungen dann eingesetzt werden kann. Aber seien wir ehrlich, die Gewürznelke zählt zu den Gewürzen, die nicht aufgrund ihrer gesundheitlichen Wirkung verbraucht werden, sondern aufgrund ihres intensiven Aromas, was eben von den natürlichen ätherischen Ölen kommt, deren Anteil rekordverdächtige 15% betragen kann und damit den höchsten Anteil aller Gewürze, die ich bisher vorgestellt habe, in der Reihe Gewürze der Welt hat. Die ätherischen Öle lassen sich grob aus drei Verbindungen zusammensetzen bzw. bestehen aus drei Verbindungen. Einmal aus Eugenolacetat und aus Beta-Carophyllen. Wann immer ihr mit den Gewürznelken experimentiert, geht äußerst vorsichtig damit um, denn einmal überdosiert versaut ihr eigentlich ein komplettes Mahl und macht es ungenießbar. Da muss ich eben auch eingestehen, dass ich es eigentlich nie verwende und selbst als Zahnschmerzmittel für komplett ungeeignet halte. Aber hey, eventuell habt ihr einen Geheimtipp zur Nutzung dieses Gewürz der Gewürznelke. Lasst es mich wissen und alle anderen hier auch und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge zu den Gewürzen der Welt. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.